Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren schönen Runde Way of the Hunter. Ich bin so ein bisschen abgekommen von der Elchjagd. Wir werden erstmal andere Quests machen, weil wir haben ja in meinem Wald sind ja viele junge Elche da, die schon gutes Geweih haben, aber noch jung sind und einen Stern haben. Das heißt, die werden irgendwann mindestens 2 Sterne bekommen und dann kann ich die Quest nochmal angehen. Ich mache erstmal andere Quests, ich lasse ein bisschen Zeit vergehen. Ja, lass die Tiere erwachsen werden. Und ich würde sagen, damit, let's go. Oh, ey, Entschuldigung, aber der musste raus. Das war genau der, der so festhing. Es tut mir leid. Stimmt, das habe ich ja jetzt in der Anmod gar nicht gesagt. Ne? Wir haben Update 1.19. Also, da wurden ein paar Sachen gefixt, wurden ein paar Sachen hinzugefügt. Mal sehen, wir testen heute einfach mal. Wir testen jetzt einfach mal blind in das Update rein. Vielleicht gibt es ja wieder irgendwelche Sachen, die extrem verschoben sind, die das Spiel jetzt unspielbar machen. Ich glaube es zwar nicht, sonst hätte ich davon schon gehört, aber wir schauen trotzdem mal rein. Kann ich leider nichts für. Ist mir gerade was ins Auge geflogen? Oh, Natur, eklig. Das ist... Da steht nicht dran, welches Tier. Das gab's per Update? Okay, ich meine klar, also wenn da irgendwie das Unterholz knackt oder sowas, dass ich nicht höre, welches Tier das ist, macht schon Sinn. Aber jetzt steht's da einfach nicht mehr. Mir wurden Informationen genommen mit dem Update. Das ist ja krass. Ja. Und wunderschön. Sehr gut. Ja, guck mal. Der ging direkt in sein Herz. Zack. Rein da. Sehr, sehr schön. Völlig im Rahmen. Fünf Sterne Jagdwertung. Trophäenwertung 1 Stern. Top. Sehr gut. Hatte 37,17, der musste sowieso raus. Schönes Ding. Und wir kriegen ein bisschen Knete wieder. Wie viel Knete haben wir gerade? 6.900. Easy peasy. Schönes Ding. Ich hoffe, das ist jetzt auch der 3 Sterne. Auf jeden Fall ein Männchen. 3 Sterne ausgewachsen. Schön. 73,67. Top. Sehr gut. Erwischt! Hahaha! Oh lol, das war ein richtiger Lucky Treffer. Oh mein Gott, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Ich habe den volle Möhre erwischt. Es ist ja nicht so, dass ich ihn angekratzt habe, sondern ich habe dem die volle Breitseite verpasst. Ausgewachsen 2 Sterne. 57,55. Den nächsten, den ich weggekracht habe. Sehr schön. Bei der Flucht wieder. Bei der Flucht. Voll in den rechten Flügel. Ja. Nice. Ausgewachsen 2 Sterne, 50,11. Schön. Ich habe nicht gesehen, ob der da noch ist. Du siehst nur die Blutfontäne. Geil. Sehr gut. Sehr, sehr schön. Erwischt. Oh, volle Breitseite. Schön ausgewachsen, 50,25, 2 Sterne. Super. Was ist denn inspizieren? Ach, jetzt kann man sich das Gerät hier nochmal lebend so ein bisschen angucken. UI verbergen. Ah, guck mal. Da kann man ja einen krassen Screenshot von machen jetzt. Ui, gab es das vor dem Update auch schon oder ist das neu? Organe anzeigen. Mehr Organe hat er nicht. Wie auch, also wie soll ich den denn da... Perfekt. Perfekt.
hoffe, das war gut. Also er hat auf jeden Fall richtig schön einen mitbekommen, ne? Also sonst würde er nicht so laufen, wie er läuft. Ich glaube, davon bleibt er liegen. Er sah jetzt ein bisschen verbuggt aus, aber ich glaube, da bleibt er liegen. Ich habe jetzt, glaube ich, das... Warte, steht das dran? Ich hoffe. Charakter. Inventar. Das dran, welches ist? Das ist das 3x18, genau. Also das wurde auch reingepatcht, weil das war vorher nicht der Fall, dass hier nochmal steht, wie die Waffe heißt und sowas alles. Das weiß ich noch ganz genau. Ich wusste mir unterwegs nicht, was ich für eine Waffe dabei habe, weil es nicht dran stand. Also klar, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann weiß man, welche Waffe welche ist, aber das ist auf jeden Fall auch neu. Kann sein, dass es schon mit einem Update davor kam und ich habe es noch nicht mitbekommen. Aber was ist eigentlich mit ihm los? Also von wegen hier Bugfix-Update. Was ist das hier denn? Was ist denn das? Rechter Lungenflügelmagen. Okay, wir haben also den Lungenflügel noch angeschnitten und direkt in die Derme reingeschossen. Ah ja, ist okay. Jagdwertung stimmt. 53,57 stimmt auch. Weiß nicht, ob man dieses Feature braucht. Na gut, für Screenshots von richtig guten Tieren ist es schon nicht schlecht. Was ist denn los? Jetzt muss ich euch erst aus der Luft schießen oder was? Treff die nicht mehr mit der Flinte. Zumindest nicht, wenn sie unten sind. Aber hier volle Breitseite. 2 Sterne, 88,38. Ich glaube, der hätte noch einen dritten Stern verdient, auf jeden Fall. Schönes Ding. 2 Sterne, 61,4. Der hat auf jeden Fall nicht mehr verdient. Sehr gut. Oder auch nur einen. Weiß es nicht. Nee, das sieht mir nach mindestens zwei aus. Jo, zwei. Das ist das Weibchen, was davor war? Tja, es tut mir leid, Weibchen. Dich wollte ich eigentlich nicht treffen. Und das müsste der 3-Sterner gewesen sein. Ja, 88,72. Sehr nice. Beide. Schön. Ich freunde mich langsam mit der Flinte und Tieren im Flug eine Kugel zu geben. Freue ich mich langsam an. Das macht Spaß. Top. Sehr schön. Perfekter Herztreffer. Ich sag's euch. Perfekt. Herz, einmal rein da. Na, obwohl, ich hätte ein bisschen weiter hätte ich noch runtergehen können. Das ist, weil da auf mich zukam und ich auf 100 Meter genullt hatte. Ne? Ich hätte doch auf 50 nullen sollen. Dann hätte ich es direkt durchbohrt, das Herz. Aber zählt trotzdem als Herztreffer. Er ist aber am linken Lungenflügel sehr gestorben. Oh, der ist ganz knapp. Die Linie ist ganz knapp über der... Oh, ich glaube, ich habe ihn mit zu viel Energie getroffen. Nee, geht noch. Geht noch. 65,1. Welcher von beiden ist jetzt wer? Achso, der hier vorne. Okay. Dann nehme ich halt dich. Dann halt nicht den 2 Sterne, dann halt nur den 1er.
So, rechter Lungenflügel. Ein Wapiti. Schön. Hätte ein bisschen tiefer sein können. 43,391 Stern. Jagdwertung 5 von 5 Sternen. Top. Was ist das hier mit Bugfix-Update, hä? Wo? Sehe ich noch nicht. Das Einzige, was ich jetzt akzeptieren würde, ist, wenn ich da direkt einen Herztreffer auf 200 Meter gelandet habe und der genauso verbuggt ist wie der andere, der vorhin einfach stand. Das würde ich jetzt akzeptieren. Alles andere weiß ich nicht. Ich habe den gerade zu Stein geschossen. Dieses Spiel macht mich fertig. Das wird nach jedem Update schlimmer. Nach jedem Update wird dieses Spiel schlimmer. Er war erwachsen und hatte einen Stern. Okay, musste raus. Ja. 200 Meter Herztreffer. Nice. Krass. 201,5 Meter Herz. Schön. 3 Sterne Bock, 73,78. Jagdwertung 5 von 5. Top, gefällt mir. Ist wirklich schön. Na, ist mit dem zweiten Schuss, ne? Er wollte gerade landen, ne? Ich habe ihm seinen Landevorgang versaut, so ein bisschen. Er hatte einen Stern, war erwachsen. Okay. Dich will ich haben. Genau dich. Entschuldigung. Ich wollte nicht ins Mikrofon schreien. Jetzt seid ihr alle wach, oder? Wirbelsäulentreffer. Weil ich der Erleichte bin. Alter. Ein künstlerischer Kunstschuss. Sag's euch, das war Kunst. Ja, sehr gut. Guckt euch den an. Guckt euch den an. Schönes Ding. Künstlerischer Kunstschuss. 5 von 5 Jagdwertung. 3 Sterne Bock. 62,4. Sehr, sehr nice. Ja, nicht so viel. Heute kam nicht so viel auf. Also ich bin so ein bisschen am Testen. Es gab ein neues Update vom Game. Ob das jetzt nun besser oder schlechter ist, ich weiß nicht. Also ich habe zweimal gehabt, dass ein Hirsch, der tot war, einfach stehen geblieben ist. Der ist einfach versteinert stehen geblieben. Das ist schon ein krasser Bug. Finde ich nicht so schön. Weil, dass man auch immer damit rechnen muss, es kommt ein neues Update raus, die fixen irgendwas, okay, aber die reißen halt immer wieder mit ihrem fetten Hintern neue Löcher in das Game. Ich find's langsam ein bisschen idiotisch. Vor allem, es gibt ein
Halloween-Update am 8. November. What the fuck ist los? Hier steht auf einmal alles voll mit Kürbissen. Ich würde am liebsten eine E-Mail an THQ Nordic schreiben, von wegen, ja, wann kriegen wir denn das Weihnachts-Update? Im März oder was? Also ab da stehen dann Weihnachtsbäume hier rum? Nicht davor, nicht stehen bleiben. Nein, gehst du weiter. Och nö, nicht du da hinten. Oh! Kunstschuss! Habt ihr den gesehen? Ja, da ist er wieder, der Künstler. Leider kein Herztreffer. Das hätte ich jetzt richtig gefeiert. Leider kein Herztreffer. Doch! Was war das? Was war das? Hä? Oh, ey, dieses Spiel. Es wird kaputt gefixt. Ich sag es euch. Es wird kaputt gefixt. Linker Lungenflügel. Zwei von fünf Sternen. 61,46 ausgewachsen. Es häuft sich. Das Spiel kriegt einfach immer mehr Bugs dazu. Nicht so, als ob das irgendwie mal gefixt wird hier. Nö. Kommen immer mehr Bugs dazu. Schrecklich. Einfach nur schrecklich. Ja, und das war's auch schon wieder mit dieser Folge Way of the Hunter. War heute sehr interessant. Ich habe ein paar neue Bugs gesehen, auf jeden Fall. Also was da gefixt wurde, mindestens so viele neue Bugs kamen auch mit dem Update dazu. Ich kann es nicht verstehen, warum das keiner von THQ Nordic vorher testet, bevor die das machen. Aber ja, schlecht, einfach nur schlecht. Das Spiel wird irgendwie für mich immer uninteressanter, muss ich ganz ehrlich gestehen. Naja, ich wünsche euch eine schöne Woche und ein schönes Wochenende, je nachdem, wenn ihr das Video schaut. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.